Es ist 20 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Schnackis Tagesschau. Den kann man nicht sehen. Kann man nicht sehen. Achso, Moment. Sonntag, 4. Dezember. Wir haben unsere guten Klamotten an. Sonntagsklamotten. Unsere Sonntagsklamotte. Was macht man auf dem Sonntag? Ja, Sonntag natürlich, ne? Ich hatte gestern Samstag. Ich hatte sturmfrei. Genau, wir hatten so einen kleinen Dankes-, Erntes-, Weihnachts-, alles zusammen umtrunk. Vielen Dank für die Einladung, war sehr schön. Essen, also selbstgemachte Wildburger, also mega. Ich habe mir noch eine Frikadelle geklaut, war mega lecker. Ja. Habe ich auf dem Heimweg nachts um 3 gegessen. Katharina hat uns abgeholt nachts um 3 und hat sich das reingepfiffen. Ihnen war gestern so ein kleines Abstimmungsproblem und jetzt ist auf halbem Ende noch das Auto, nicht? Aber das macht nichts. Abstimmungsproblem, ja, ihr habt die Zeit vertrödelt und mein Handy war mal wieder auf lautlos, was mein Mann immer bemängelt, das weiß ich auch, aber es war ja, vorher hatte ich ja Schule und da habe ich das auf lautlos gemacht, damit es mich nicht nervt. Ja. Dann habe ich es vergessen. Naja, so war es ja auch jetzt nicht so schlimm. Außerdem ist das ja auch ein schöner Sonntag, wenn wir mal wieder zu zweit unterwegs sind im Auto, ne? Ja, also, aber wir wollen nichts besorgen, also nur unser zweites Auto wiederholen. Das steht im Reitstall und dann werden wir hier da nochmal eine kleine Runde drehen und dann Denn ist der Sonntag auch Sonntag. Man sieht ja, wie gesagt, wir sind ganz auf Freizeit. Läuft bei uns. Wir schauen mal. Oh, Dicker. Oh, Dicker. Was ist los? Du darfst die Decke nicht so füllen. Sikral sollte das richten. Ja. Das soll tatsächlich grünes Sikral drauf. Soll ich dir das mal zeigen? Das sieht die Kamera hier hin. Von der Dreckspatz. Da ist sogar was drauf. Und das hält. Als wenn man nicht nähen kann, ne? Das geht schneller. Das wird nix. Hab ich leer gemacht. Ja, du hast das meiste gehabt. Wo sind wir so schnell? Sonntag, hast du da gedacht? Ja, stimmt, da war ja was. Wo ist der Ball? Wo ist dein Ball? Such her! Wieder hier. So, wir sind jetzt ein bisschen schneller. Könnt ihr jetzt sehen? Getreide eingeschlaucht. Wir haben ja schon mal zusammen Grassilage eingeschlaucht. Ne? Da wird das ja reingepresst, in so einem Rotor, wie bei so einem Ladewagen, reingepresst, weil es muss ja verdichtet werden, bevor dann das luftdicht abgeschlossen wird. Hier ist es so, hier wird einfach das Getreide rundherum oben in Tricher gefüllt und dann ja in dieses Plastiksäckchen rein. Ne? Da ist jetzt, ich meine, Gerste drinne. Wird hier bei uns in der Region eigentlich viel gemacht. Gerste in Schläuche lässt sich wohl am besten lagern. Du musst ja auch nicht wirklich ran, weil es ja eh Futtergetreide ist sozusagen. Braugerste ist ja eher weniger. Musst du wenig ran zum Proben oder sowas. Ne? Deswegen wird das ganz gerne gemacht. Eingeschlaucht und dann kommt man mit einer zweiten Maschine. Die holt das dann da wieder raus und wickelt dann gleichzeitig die Folie wieder auf. Ne? Ja, und dann Netz drüber, weil die das sind ja Enten, ne? Ach, ich weiß nicht, die Krähen kommen ja zu gerne und wollen da was machen. Dann sieht man hier nämlich auch überall die weißen Punkte gegen Gänse. Ja, und hier halt das Problem dann, Krähe, piek, piek, piek. Und du? Usch. Oh.
du nicht Heu fressen? Oh Mann. Das ist es. Komm. Kleiner Rabauke. Habt ihr euch ein bisschen erschrocken? Die Kamera macht den Salto. Das wird wohl nix. Komm, Schnacki. Such den Ball. Such den Ball. Guck mal hier. Alles Taktik. Damit Schnacki sich bewegen muss. Der Hund ist nämlich ganz schön schlau. Macht sie nämlich immer, wenn wir auf dem Heimweg sind, dass sie irgendwo den Ball liegen lässt und man zurücklaufen muss. Ich glaube, die Nase ist kaputt. Mann! Ich habe schon gesagt, der Hund ist intelligent. Sofa-König, du König-Sofa. Auf dem Weg nach Hause. Ja, ich glaube, locker eine Stunde, ach länger, sind wir eine Runde spazieren gegangen und dann hatten wir noch einen schönen angenehmen Sonntag, ordentlich Matsch an den Füßen. Der Hund ist defekt. Und so kann man auch mal einen Sonntag verbringen. Ne? Genau, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat gefallen. Das ist halt so, es sind also Dinge, die man halt macht, die wir sonst nicht zeigen, wo wir uns jetzt eben diese Daily-Geschichte zunutze machen und da zeigen wir euch einfach mal Dinge, nicht nur, aber auch Dinge, die wir eben sonst so machen, die man halt sonst nicht sehen kann. Ne? Sind auch jetzt durch diese Geschichte jetzt viele Leute darauf aufmerksam geworden oder es sind ja immer neue Zuschauer da und, dass wir eben dieses ganze Lohnunternehmen in unserer Freizeit betreiben und nicht als Vollerwerb. Deswegen, ja, sind natürlich ganz, ganz viele andere Szenen für uns auch da, die es so gibt. Und wir werden auch, ich werde auch nochmal einen Einblick, wir werden mal gucken, ob wir das hinkriegen irgendwie, ob ich das irgendwie eingefangen kriege, aber es wäre ja nicht so schwer. So einen gewöhnlichen Alltag, dass wir den einmal durchleben, ne? Wie das so abläuft. Ja. Das werden wir alles sehen. Es scheint ja noch ein bisschen länger zu dauern alles. Also haben wir ja auch reichlich Zeit und deswegen, ja. Seid gespannt, was da noch kommt. Euch wünsche ich einen schönen Wochenanfang. Oh, zwei Nachträge noch. Erstens, das waren die Aufkleber, von denen ich gesprochen habe. Ne? Transparent mit Weiß. Hier habe ich auch noch einen drauf. Transparent mit Weiß. Ne? Dann war eigentlich hier der TÜV abgelaufen. 4,22, auch gut zu wissen. Jetzt noch mal schnell das Wetter. Ne? Wie ist denn das Wetter? Es gibt keine Sonne mehr. Wir haben 3 Grad oder so, aber trocken. Das war's dann jetzt, ne? Tschüss. Outro machen, wir müssen ja noch ein Outro machen, ihr Lieben. Wir hoffen, diese Tagesschau hat euch gefallen. Morgen. 20 Uhr geht's weiter. Nächste Tagesschau. Wieder mit uns drei, alleine oder wie auch immer, keine Ahnung, werden wir sehen. Auf jeden Fall jetzt täglich 20 Uhr Tagesschau nicht vergessen. Schnackis Tagesschau, ne? Wenn ihr mögt, gebt dem Video gerne noch ein bisschen Liebe und dann sehen wir uns zum neuen Video morgen wieder. Tschüss! Tschüss.